Ich möchte Sie ganz herzlich, Sie, die hier anwesend sind und die, Sie, die draußen an dem Bildschirm sitzen, an den Endgeräten, wie man so schön sagt, der eine vor seinem Handy, der andere vor seinem iPad und der andere direkt auf dem Fernsehen, Sie alle möchte ich ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendgottesdienst. So lang mal wieder ein Abendgottesdienst. Wenn ich das schöne Wetter da draußen sehe, dann tut es mir noch mehr leid, dass wir draußen nicht grillen können hinterher. Vielleicht ein Bier und ein Glas Wein trinken, wie wir es als Tradition schon hatten. Aber, sagt man so schön, es ist so, wie es ist. So gelten auch immer noch die Dinge, die letzte Woche gegolten haben, dass man leider nicht mitsingen kann. Aber das habe ich erst gelesen, das kann sich jetzt bald ändern. Es gibt die nächste Corona-Verordnung, die wieder mehr möglich macht. Ansonsten ist immer noch unsere Tür geschlossen vom Gemeinde aus Sicherheitsgründen. Wenn jemand auf Toilette muss, wenden sich bitte an unseren Küster, der sitzt dort hinten. Der Kölner wird Sie dann begleiten und die Tür aufschließen. So wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Donnerstag ist Johannistag und deshalb wollen wir heute als Psalm dieses Sonntags den Lobgesang des Zacharias miteinander im Wechsel sprechen. Ich bitte alle dazu nach Möglichkeit aufzustehen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und hat es wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Lob und Preis sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir an diesem Sonntag zusammenkommen dürfen. Wir danken dir für den herrlichen Tag, den wir heute erleben durften. Und wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir hier und auch an allen Orten, wo wir heute miteinander Gottesdienst feiern, gemeinsam diesen Gottesdienst verfolgen. Wir sind zusammen in der Mitte des Jahres, auf der Höhe der Zeit, am längsten Tag des Jahres. Und wir bitten dich um deine Gegenwart, wenn wir zurückschauen auf das bis hierhin vollbrachte Jahr, wenn wir hinunterschauen in das kommende Jahr. Auf der Mitte des Jahres wissen wir, dass du uns begleitet hast bis hierhin, dass du uns weiter begleitest durch das kommende Jahr. Wir bitten dich um deine Gegenwart, jetzt in diesem Moment, in diesem Gottesdienst, ganz gleich, wo und wie wir diesen Gottesdienst heute feiern, durch Jesus Christus. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Frommes Schweigen. Mit diesem Titel war kürzlich ein Zeitungsartikel überschrieben. Der Autor beklagte darin,
dass Kirche in der Zeit geschlossener Gotteshäuser regelrecht sprachlos gewesen sei und bis heute ist. Statt sich zu Wort zu melden, sich für Kranke und Schwache einzusetzen, sich in Diskussionen einzumischen und zum Beispiel gegen sinnlose Härten der Schließungszeiten aufzubegehren, sollen die Kirchen weitgehend stumm geblieben sein. Kirche habe sich bisher eher ins Homeoffice geflüchtet, hat sich in der Krise klein gemacht und damit einmal mehr bewiesen, dass Kirche nicht mehr systemrelevant ist. Oder kurz gesagt, Kirche ist überflüssig. Kirche wird nicht mehr gebraucht, so jedenfalls der Tenor dieses Zeitungsartikels. Aber stimmt das? Sind wir als Kirche nicht mehr systemrelevant und hat sich Kirche in den vergangenen 3,5 Monaten klein gemacht? Stimmt das für uns und unsere Kirche hier in Wolfsburg oder für uns als Stadtkirchengemeinde? Darüber möchten wir in diesem Abendgottesdienst weiter nachdenken. Wozu braucht es eigentlich Kirche? Was ist unser Auftrag und warum und wozu werden wir gerade jetzt in dieser Zeit gebraucht? Diese Fragen passen gut zum heutigen Tag, denn heute am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres, Jahresmitte sozusagen. Das Jahr steht auf der Höhe der Zeit. Eine gute Gelegenheit also, auf dieser Mitte kurz innezuhalten, sich einmal umzudrehen, zurückzuschauen und eine erste Bilanz zu ziehen. Aber auch mit dem Blick voraus auf die beginnende zweite Jahreshälfte. Das Jahr steht auf der Höhe. Das Lied von Detlef Block beschreibt den besonderen Moment der Jahresmitte. Wozu braucht man uns Christen überhaupt? Zu dieser Frage stellt uns Hilmar Wolf-Döttingen einmal
einen sehr interessanten anderen Zeitungsartikel vor. Unter der Rubrik Glauben und Zweifeln prangte mir in der Zeitung Die Zeit vom 4. Juni die Überschrift entgegen: Was ist eure Relevanz, ihr Kirchen? Wozu braucht man uns Christen überhaupt? Das fragte sich hier Heiner Wilmer, noch relativ neuer katholischer Bischof von Hildesheim, der seit seinem Amtsantritt mit klaren Worten und beherzter Kritik an der eigenen Kirche auffiel und zum Beispiel am Schuldbekenntnis seiner Kirche zum Zweiten Weltkrieg mitgearbeitet hat. Er vergleicht das Coronavirus mit einem riesigen Fragezeichen, das vor uns steht und genau das fragt: Wozu braucht man uns Christen überhaupt? Haben sich die Kirchen genug gewehrt gegen leere Kirchen, verschobene Feste? Hat das Glaubensleben womöglich Schaden genommen? Braucht es einen Bischof in seinem sicheren, desinfizierten Bischofssitz? Braucht es einen Gefängnisseelsorger, der trotz der Gefahren seine Gefängnisinsassen nicht im Stich gelassen hat? Haben wir als Kirchen womöglich durch unseren Krisenperfektionismus die wirkliche Not übersehen? Wilmers Einsicht, das perfekte Leben, auch das perfekte religiöse Leben, gibt es nicht. Gelingen und Zweifel gehören zusammen. Das erinnerte mich an einen Morgenimpuls von Matthias Weindel, der genau das zum Thema hatte. Auf die Frage, wozu man uns Christen eigentlich braucht, bekam ich in diesem Artikel keine klaren Antworten. Finden wir vielleicht Antworten? Oder sind das überhaupt die Fragen, die sich jetzt uns nach der Hälfte des Jahres inmitten dieser außergewöhnlichen Situation stellen? Welche Schlüsse ziehen wir aus den letzten Monaten? Wir als Kirche? Wir ganz persönlich? Welche Aufgaben stellen sich uns Christen tatsächlich? Sind wir Suchende, wie Bischof Wilmer es sich wünscht? Hat die Welt unseren Beitrag nötig? Und wenn ja, welcher ist das? Das soziale Gewissen stärken? Auf Gerechtigkeit pochen? Menschen zur Nachfolge Christi einladen? Was sagt die Bibel dazu? Viele Möglichkeiten. Begeben wir uns mal auf die Suche. Vielen Dank, Wilmer. Begeben wir uns also mal auf die Suche und fragen wir uns mal, wozu braucht es uns als Kirche, uns als Christinnen und Christen eigentlich? Wobei, ich glaube, eine Sache können wir schon am Anfang ganz klar festhalten. Wir sind systemrelevant. Wir werden als Kirche gebraucht. Wir sind lebensrelevant, denn Jesus selber hat es uns gesagt: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das hat er uns zugesagt, beziehungsweise uns damit auch dazu beauftragt, Licht und Salz zu sein. Aber wie geht das? Licht und Salz sein. Normalerweise an dieser Stelle eine gute Gelegenheit, an kleinen Tischrunden im Abendgottesdienst miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, aber ohne Tische bleibt uns heute nur die Möglichkeit, gemeinsam darüber zu befinden. Deshalb habe ich auf alle Plätze eine gelbe Karte gelegt, mit der Gelegenheit, sich auf diese Weise zu Wort zu melden. Und ich habe einmal ein paar Aufgaben von Kirche aufgelistet, die wollen wir uns mal anschauen. Und alles, was wir sehen werden, das sind Dinge, die machen wir schon. Aber schaut mal, Verkündigung und Predigt, Seelsorge, Gottesdienst haben wir, Gemeinschaft,
Sakramente wie Taufe und Abendmahl, Diakonie, ein großer Arbeitsbereich, Gebet, Spiritualität und Meditation, Kunst und Kultur nicht zu vergessen. Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Dann haben wir Katechese und Bildung, Politik, Ethik und Werte, Kirchenmusik, Verwaltung. Dann haben wir noch Mission als Thema und Ökumene dürfen wir auch nicht vergessen. Umweltschutz war Anfang des Jahres noch ein Riesenthema. Digitalisierung kommt auch noch mit dazu. Alles Dinge, die wir in der einen oder anderen Weise machen. Und meine Frage wäre an dieser Stelle, welche vielleicht drei Dinge davon sind gerade jetzt in dieser Zeit besonders wichtig und gilt es zu profilieren? Wer zu zweit zusammensitzt, überlegt ruhig zusammen, welche drei davon bräuchten wir gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir sagen, Mensch, darauf müssen wir in dieser Zeit in besonderer Weise schauen. Schaut mal auf die verschiedenen Begriffe, auf die verschiedenen Bereiche. Und dann würde ich gerne mal ein Meinungsbild zusammensuchen. Der Bernstein gezählt mal ein bisschen. Fangen wir doch mal oben links an. Wer ist dafür, dass Kunst und Kultur gerade jetzt in dieser Zeit hochgehalten werden sollte? Musiker müssen sich jetzt melden, das ist keine Frage. Und Umweltschutz? Also nur drei, ja? Man muss sich schon für drei Zentrale entscheiden. Also wer sich jetzt bei jedem meldet, hat das, dann haben wir am Ende zu viele Stimmen. Man muss schon mal für sich selber mal drei raussuchen, wo ich sage, Mensch, diese drei, das ist jetzt wirklich, wirklich dran. Dann gucken wir mal weiter. Ökumene jetzt in dieser Zeit. Gehört das vielleicht zu den Top 3? Dann haben wir den Gottesdienst. Ist das vielleicht, was wir schärfen müssen, gerade jetzt in dieser Zeit? Dann haben wir Gebet, Spiritualität und Meditation. Oder vielleicht Seelsorge, gerade jetzt in dieser Zeit. Da gehen viele Hände und Zettel in die Luft. Wie steht es mit Verkündigung und Predigt? Das sieht ein bisschen spärlicher aus. Ja, und Digitalisierung? Vielleicht ist das eine Aufgabe, die jetzt ganz oben aufsteht. Oder Öffentlichkeitsarbeit vielleicht. Dass wir sagen, Mensch, wenn jemand in der Zeitung schreibt, in einer deutschlandweiten Zeitung, die Kirche ist stumm, vielleicht machen wir einfach eine schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Kann ja auch sein. Aber da meldet sich jetzt gar keiner. Dann haben wir das Thema Gemeinschaft. Da gehen einige Hände hoch. Wie sieht es aus mit Katechese und Bildung? Also Konfirmandenunterricht, das ist Katechese. Und Bildung, das ist zum Beispiel das, was die Familienbildungsstätte bei uns im Kirchenkreis macht. Eher wenig. Sakramente, Taufe und Abendmahl stärken, gerade jetzt in dieser Zeit, was uns beim Abendmahl natürlich momentan sehr, sehr schwer fällt. Und wie steht es mit dem ganzen großen Bereich der diakonischen Aufgaben unserer Kirche? Das heißt, für Schwache da sein, für andere Menschen da sein. Wie sieht es aus mit Diakonie? Da sehe ich viele Zettel und Hände und Stimmen. Dann haben wir noch die Politik. Vielleicht müssen wir uns ja viel mehr einmischen in den öffentlichen Diskurs. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder mehr Ethik und Werte einbringen in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft. Dann haben wir Kirchenmusik nochmal zusätzlich und nochmal von Kunst und Kultur abgegrenzt. Wer jetzt sein Pulver verschossen hat, kann sich jetzt nicht mehr melden. Dann haben wir noch Verwaltung. Vielleicht ist es ja eine gute Zeit, mal aufzuräumen in dem Laden. Wenn wir schon wenig Veranstaltungen haben, hat man ja mal Zeit, das Büro aufzuräumen. Das habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Ich habe mich da wirklich drauf gefreut. Ich sage euch aber nicht, wie es zu Hause bei mir aussieht. Weil dazu bin ich überhaupt nicht gekommen. Oder das Thema Mission wäre ja nochmal ein ganz grundlegendes Thema. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir nochmal ganz neu das Evangelium verbreiten. Jetzt bin ich neugierig, Bernd.
Sag uns mal ein paar Zahlen, sonst das Funkmikro liegt auf meinem, neben meinem Computer. Vielleicht kannst du uns das laut sagen. Ich muss mal rauskriegen, was meine Abkürzungen sind. Also Kunst und Kultur war das Erste. Da habe ich... Sag mal nur so vielleicht die besten fünf, die fünf größten. Da gehört dazu 10. Seelsorge 12. Diakonie 11. Und Kunst und Musik 10. Und Gemeinschaft wäre dann 7 und Gottesdienst 8, das wären so die 6. Also Seelsorge, Diakonie, Gemeinschaft, Gottesdienst, Kultur und Musik. Ja. Ja, wozu braucht man uns Christen in dieser Zeit? Spannend. Weil man merkt natürlich auch, wie bei den einzelnen Fragen auch die Meinungen auseinandergehen, dass jeder auch so seinen eigenen Bereich hat, wo er merkt, hier schlägt mein Herz und das ist mir in diesem Moment besonders wichtig. Und das kann natürlich auch mal in der einen oder anderen Frage auseinandergehen. Aber ich glaube, sich mal darüber zu unterhalten, das kann zu Hause weitergehen und ich vermute mal, das geht auch hier im Anschluss an den Gottesdienst in den Gesprächen gerne weiter. Wie kann sich Kirche in diesen Tagen nochmal in besonderer Weise einbringen. Wir wollen in dieser Frage aber heute auf einen Mann hören, an seinem Namenstag, dem 24. Juni, regelmäßig erinnert wird. Und das ist Johannes der Täufer. Nicht nur am Johannistag wird er zum Wegweiser, auch und vielleicht gerade in solchen grundlegenden Fragen nach dem Auftrag der Kirche. Hören wir also mal, was Johannes zu sagen hat. Der Evangelist Johannes hat es für uns im 3. Kapitel seines Evangeliums überliefert. Wir hören die Lesung und ich bitte alle dazu nach Möglichkeit aufzustehen. Jesus kam mit seinen Jüngern nach Judäa. Sie blieben noch eine Zeit lang und tauften dort. Zu dieser Zeit taufte Johannes der Täufer in Enon, in der Nähe von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab. Und viele Leute kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Das war, bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wurde. Eines Tages fingen die Jünger des Johannes ein Streitgespräch mit einem Juden über die Reinigungsvorschriften an. Daraufhin kamen sie zu Johannes und sagten: Meister, der Mann, den du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist, und auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns, kommen nun alle zu ihm. Johannes erwiderte: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst wisst, dass ich euch ganz offen gesagt habe: Ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten. Mehr nicht. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue ich auch mich. Und meine Freude ist nun vollkommen. Er muss immer größer werden, und ich immer geringer. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sind eingeladen, auf Gottes Wort zu antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Wir hier vorne dürfen das singen. Alle anderen sind eingeladen, es mitzusprechen. Ich glaube, so wie wir es bei jedem Abendgottesdienst gemeinsam singen. Thank you.
Bitte nimm wieder Platz. Wozu braucht man uns Christen überhaupt? Wozu braucht man uns gerade jetzt? Ich vermute, wenn wir Johannes den Täufer gefragt hätten, dann wäre seine Antwort auf diese Frage ganz einfach. Wir werden gebraucht, weil Christus gebraucht wird. Wir werden gebraucht, damit Christus wachsen kann. Das ist der Urauftrag der Kirche. Nicht mehr und nicht weniger. Da, wo Christus ist, da ist Kirche. Und unsere Aufgabe ist es, Christus groß zu machen zu allen Zeiten. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, übersetzt Martin Luther den letzten Vers von Johannes. Das heißt, meine und unsere Aufgabe besteht darin, wie Johannes, auf Jesus zu zeigen, von Jesus zu erzählen, mit Jesus zu leben, zu glauben und zu feiern, durch Jesus zu hoffen, aber auch wie Jesus zu lieben und zu helfen. Und die Frage ist eigentlich nur, wo wir Prioritäten setzen und wie das jetzt in diesen Tagen und Wochen besonders gut gelingen kann, wenn unsere Gotteshäuser geschlossen sind, wenn wir im Gottesdienst nur mit Abstand gemeinsam feiern können, wenn wir auch neue Wege beschreiten müssen, um Menschen zu erreichen. Jetzt könnte ich die ganze Palette von Aufgaben und von Möglichkeiten durchgehen. Zwei Schwerpunkte möchte ich an dieser Stelle gerne setzen. Das erste, wie kann ich heute von Jesus erzählen? Verkündigung des Evangeliums ist auch nach unserer kirchlichen Verfassung oberstes und erstes Gebot. Dafür sind wir Kirche. Dafür sind wir in der Welt, um anderen von Jesus Christus zu erzählen. Wenn wir das nicht machen, dann wird in dieser Welt nicht nur alles fade, sondern dann gehen in dieser Welt die Lichter aus. Denn Jesus Christus selber ist Salz der Erde und Licht dieser Welt. Von ihm zu reden heißt, Menschen in sein Licht zu stellen, Menschen Orientierung zu geben, sie zu stärken und Menschen hoffen zu lassen. Und wenn das mal auf klassischem Wege nur zurzeit eingeschränkt möglich ist, dann vielleicht in diesen Tagen die Aufgabe, neue Wege zu beschreiten, um von Jesus zu erzählen. Wenn unsere Kirche an dieser Stelle aber als stumm wahrgenommen wird, dann ist das für mich jedenfalls kein gutes Zeichen. Offenbar gelingt uns das nicht, in der großen Fläche von Jesus zu erzählen, in der Weise, wie wir es gerne haben möchten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Denn der Vorsitzende des Rates der EKD, Heinrich Bedford Strom, stellte gerade in den letzten Tagen sehr zufrieden und dankbar fest, wie kreativ Kirchengemeinden in den letzten Wochen besonders auf digitalem Weg Neues ausprobiert und alternative Formen der Verkündigung gefunden haben. Also man kann es sozusagen von der einen Seite betrachten, aber von der anderen Seite gibt es auch gute Gründe, dankbar zu sein für das, was in den letzten Wochen getan wurde. Und genau so haben wir uns ja als Gemeinde und Kirchenkreis auch auf den Weg gemacht mit unseren Morgen- und Abendgrüßen und mit unseren digitalen Gottesdiensten. Oder auch eine Zeit lang mit zahlreichen Artikeln und Andachten in den regionalen Zeitungen. Wir hatten über 2 Monate jeden Tag christliche Andachten in unseren Tageszeitungen. Das gab es, solange ich in Wolfsburg bin, hat es das tatsächlich noch nie gegeben, dass wir so präsent waren, auch in der Öffentlichkeit. Trotzdem müssen wir uns hier auch kritisch hinterfragen, ob wir damit wirklich die Menschen erreichen, die wir erreichen wollen. Ob wir uns vielleicht nicht allzu schnell auf die Zahlen der Aufrufe bei YouTube verlassen und nicht zuletzt auch, ob wir uns dabei nicht viel zu sehr auch selbst produzieren, statt wie Johannes den in den Mittelpunkt zu stellen, um dem es einzig gehen kann, nämlich um Jesus Christus. Ich hoffe trotzdem, dass wir alles in allem auf einem guten Weg sind und neugierig, wie es jetzt in der zweiten Jahreshälfte damit weitergehen wird.
Aber auch hier gilt, man kann alles besser machen. Es lohnt sich also, nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiter nach neuen Wegen zu suchen. Und ich denke, da sind wir auf das Gespräch miteinander angewiesen, auch auf Rückmeldungen, auf das, was wir in der Gemeindeleitung entscheiden, wie es in Zukunft mit unserer Kirche und unserer Arbeit weitergehen soll. Der zweite Bereich, den ich kurz hervorheben möchte, das sind Diakonie und Seelsorge. Ein Bereich, der ja auch ganz viel Zustimmung hier bei unserer Umfrage gewonnen hat. Verbunden mit der Frage, wie kann ich heute so wie Jesus damals anderen Menschen helfen? Bischof Wilmers, wir haben aus dem Artikel gehört, hat ja gerade darin eine besondere Not wahrgenommen, von der Gefahr gesprochen, sich im Bischofssitz bzw. im Homeoffice gemütlich einzurichten und dabei den Kontakt zu den Menschen zu verlieren, die doch an der Basis in Not geraten sind, sei es seelisch oder auch körperlich, sei es durch Krankheit oder wie viele sind jetzt von der Arbeitslosigkeit bedroht in den letzten Wochen und Monaten. Für so einen Bischof ist das gar nicht so einfach. Ich glaube, da haben wir es an der Basis doch ein bisschen einfacher, auf Menschen zuzugehen, einfach mal zum Telefonhörer zu greifen. Wenn ich mir vorstelle, dass plötzlich Bischof Wilmers dran wäre, ich glaube, ich wäre erstmal sehr, sehr irritiert und erschreckt. Der kann nicht einfach so Leute anrufen. Wir können das. Und wir haben das ja auch getan, dass wir eine Telefonliste eingerichtet haben, damit Einzelne aus der Gemeinde bei anderen anrufen und fragen, Mensch, wie geht's dir? Können wir dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Und so den Kontakt gehalten haben. Wir haben die Kirche geöffnet, dass die Gelegenheit auch war, in die Kirche zu kommen. Wir werden das bis zu den Sommerferien von Dienstag bis Donnerstag auch weiterhin anbieten. Dienstag und Donnerstag gibt es sogar noch schöne Musik um 18.05 Uhr von Markus Manderscheid. Es lohnt sich also nicht nur zum Beten zu kommen oder zur Stille zu kommen, sondern man kriegt auch noch schöne Musik dabei zu hören. Auf jeden Fall herzliche Einladung. Und der Kirchenkreis hat sich ins Zeug gelegt mit vielen Angeboten. Die Telefonseelsorge ist so gut nachgefragt wie schon lange nicht mehr. Das diakonische Werk des Kirchenkreises hat besondere Dienste auf den Weg gestellt und eingerichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Menge Gutes getan wurde. Aber auch hier müssen wir im Nachhinein feststellen, hätten wir vielleicht noch viel, viel mehr tun müssen und sollen. Vor allem für diejenigen, die auch nicht digital vernetzt sind, wo man möglicherweise schon seit 3 Monaten gar nicht mehr weiß, Mensch, wie geht's denn der oder die, die einfach den Kontakt zu uns nicht mehr auf diesem digitalen Weg halten konnte. Ich glaube, es gibt manche, die sich darüber gefreut hätten, die wir aber aus den Augen verloren haben in den letzten Wochen und Monaten. Und auch hier sind wir dankbar für Hinweise aus der Gemeinde, wem wir auf welche Weise noch weiter helfen können. Wir müssen also weiter wachsam bleiben, immer wieder danach fragen, wie und wo wir ganz konkret helfen können. Also von Jesus erzählen, wie Jesus helfen, das sind nur 2 kurze Beispiele. Aber ich denke, Johannes hätte ähnliche Schwerpunkte gesetzt, um damit auf den hinzuweisen, der immer weiter wachsen muss. Denn das ist unsere zentrale Aufgabe heute und alle Zeit. Amen. Und von dem wollen wir singen. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Wir sprechen und singen das Lied gemeinsam. Thank you.
Wir laden Sie herzlich ein zu den Veranstaltungen der nächsten Woche. Wie Frank Morgner schon gesagt hat, von Dienstag bis Donnerstag ist unsere Kirche wieder von 17 bis 19 Uhr offen für Einkehr und stilles Gebet. Jeweils Dienstag und Donnerstag spielt Markus Manderscheid an der Orgel nach dem 18 Uhr Läuten, jeweils auch mit interessanten Einführungen und Erklärungen. Am Dienstag gibt es um 12 Uhr die Mittagsandacht und hinterher das Mittagessen zum Mitnehmen. Auch am Dienstag um 18.15 Uhr wird hier die Abendandacht angeboten. Am nächsten Sonntag laden wir um 10 Uhr zum Gottesdienst ein, den unser Lektor Dirk Schäfer halten wird. Die Kollekte der letzten Woche erbrachte 142,32 Euro, je zur Hälfte für die Hildesheimer Blindenmission und für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Mit der heutigen Kollekte, die wir am Ausgang einsammeln, bitten wir Sie herzlich um eine Spende für die Wolfsburger Tafel und für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Ich freue mich, dass unser Gemeindeleben nach und nach langsam wieder erwacht. So kam heute Nachmittag noch eine E-Mail aus der Superintendentur, dass demnächst auch wieder das Treffen von kleineren Gruppen in unseren Gemeindehäusern erlaubt sein wird, mit dem nötigen Abstand, aber trotzdem, das heißt, unsere Häuser dürfen leise wieder ihre Türen öffnen, und von daher freue ich mich sehr, dass wieder so ein bisschen Angebote gemacht werden können. Herr Heinte schrieb aus der Männergruppe bei der letzten Mail, sozusagen, dann sehen wir uns mehr oder weniger nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und jetzt kann ich ihm zurückschreiben, lieber Hans-Dieter, nee, so schnell geht das nicht. Ihr habt noch Gelegenheit, euch vorher zu treffen. Ihr dürft wieder mit einigen Leuten zusammenkommen. Ich finde das sehr, sehr schön. So ist ganz viel Schönes aus der Gemeinde zu berichten, aber wir haben heute auch Trauriges zu berichten. So müssen wir den Tod eines Gemeindegliedes abkündigen. Wir wollen einer Verstorbenen gedenken. Ich bitte alle dazu, nach Möglichkeit aufzustehen. In unserer Gemeinde ist aus dem Leben in Gottes Ewigkeit abgerufen worden Frau Brunhilde Fitz, geborene Schmidt, ehemals in der Braunschweiger Straße zu Hause, zuletzt in der Goethestraße. Brunhilde Fitz verstarb im Alter von 80 Jahren. Im Vertrauen, dass Gott uns in allen Nöten tröstet, entzünden wir eine Kerze für die Verstorbenen. Die Kerze als Symbol für das ewige Licht, das uns in Jesus Christus scheint, der von sich sagt: Ich bin das Licht der Welt, die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und die Kerze als Symbol unserer Fürbitte für die Verstorbene, so wollen wir im verfolgenden Gebet der Verstorbenen gedenken und Gott bitten, dass er die Angehörigen tröstet und ihnen beisteht. Lasst uns beten, und ich lade alle ein, in das Gebet mit einzustimmen, mit dem Gebetsruf: Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Johannes den Täufer gesandt, um dem Heiland den Weg zu bereiten, um auf Jesus Christus, das Licht der Welt, zu weisen. Hilf uns, an Johannes ein Beispiel zu nehmen, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen und abnehmen, damit wir hinweisen auf Christus und hinwachsen zu dem, der uns Heil und Leben schenkt. Dafür rufen wir gemeinsam zu dir: Herr, erbarme dich. Für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, steh ihnen bei und leite sie bei ihren Entscheidungen, gerade in diesen Tagen und Wochen. Für sie rufen wir gemeinsam: Herr, erbarme dich. Für unsere christlichen Kirchen, dass sie den Mut haben, sich immer wieder zu Wort zu melden, neue Wege beschreiten, um Jesus Christus groß zu machen und um Menschen in Not zu helfen.
Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Für die, die in der Corona-Zeit auf ihrem Lebensweg einsam geworden sind, für die, die in Sorgen oder Zweifeln gefangen sind, für die Arbeitssuchenden und für die, die sich vor Arbeit kaum retten können. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Und wir denken an das Leben in der Gemeinde, an Freude und Leid, besonders an die, die du heimgeholt hast in das ewige Leben. Danke, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet. Und in diesem Vertrauen bitten wir dich für die verstorbene Frau Brunhilde Fitz. Für alle, die durch ihren Tod betrübt sind, bitten wir dich, du mögest sie trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Und gemeinsam mit Jesus Christus beten wir am Ende mit den Worten, die er uns zu beten gelehrt hat, wenn wir gemeinsam sprechen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und bring uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Von Gottes Segen wollen wir singen und gemeinsam sprechen mit dem abschließenden Lied. Ich glaube, wir bleiben dazu einfach stehen. Bevor wir uns gemeinsam unter Gottes Segen stellen, möchte ich, weil jetzt sind wir noch online, nachher sind wir nicht mehr online, das sollen aber alle hören, vielen, vielen Dank für alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ich fange mal ganz hinten an. Vielen Dank, Bodo Kölner, für alle Vorbereitungen. Vielen Dank, Bernd Steinke und Hilma Wolf-Döttingchen, für die Gestaltung des Gottesdienstes. Vielen Dank, Markus Manderscheid, Jörg Gabka, Thomas Stuchlik, Holger Martin, Irina Wittmeier, Elena Denecke und Edith Böke. Und an der Technik, wir haben am Anfang ein bisschen gekämpft, aber wir haben es geschafft. Markus Wendt, Tim Steinke und Justus Manderscheid, die schon mal geguckt haben, wie das für die Zukunft geht. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für diesen Gottesdienst
Und dann können wir uns am Ende unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Seid alle Gott befohlen.